Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Herzlich willkommen an diesem Feiertag. Was im Sport los war, das erfahren Sie von Rudi Zerne. Hallo, schönen guten Abend. Unsere Themen. Pace a voi. Pace a voi. Pace a voi. Bei der Ostermesse in Rom ruft Papst Franziskus eindringlich zum Frieden auf. Anschließend spendet er den traditionellen Segen Obi et Orbi. Endlich wieder vereint. Von wohl tausenden nach Russland verschleppten Kindern kehren 31 in die Ukraine zurück. Und mehr Mindestlohn. Wegen der Inflation und steigender Löhne stellt Bundesarbeitsminister Heil eine deutliche Erhöhung in Aussicht. Es ist der Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten der katholischen Kirche. Und Papst Franziskus nutzte die Messe zum Ostersonntag, um an Kriege und Konflikte zu erinnern und zum Frieden aufzurufen. Ostern ist das wichtigste Fest des Christentums. Zehntausende kamen zum Petersplatz in Rom. Annette Hisenbeck. Ausgelassen ist die Stimmung auf dem Petersplatz unter den Gläubigen, die gekommen sind, um gemeinsam mit Papst Franziskus die Ostermesse zu feiern. In seiner Botschaft verbindet er die Auferstehung Christi mit der Hoffnung auf Frieden in den vielen Krisengebieten weltweit. Beeilen wir uns, Konflikte und Spaltungen zu überwinden und unsere Herzen für die zu öffnen, die am meisten in Not sind. Beeilen wir uns, Wege des Friedens und der Geschwisterlichkeit zu beschreiten. Leidenschaftlich bittet der Papst um Hilfe für die Menschen in der Ukraine und erwähnt auch jene in Russland. Hilf dem geliebten ukrainischen Volk auf dem Weg zum Frieden und ergieße dein österliches Licht über das russische Volk. Erst vor rund einer Woche war der Pontifex nach einer schweren Bronchitis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Freude, ihn jetzt wiederzusehen, ist groß. Wir haben sehr mit ihm gelitten, ihn so angeschlagen zu sehen. Wir hoffen, dass er sich bald erholt, begleitet durch unsere Gebete. Es war unter den Menschen zu stehen und wirklich sich gegenseitig frohe Ostern zu wünschen, war ein sehr schönes Gefühl. Am Ende spendet der Papst den traditionellen Segen Urbi et Orbi für die Stadt und den Erdkreis. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Es war eine Osterbotschaft des Papstes, die in Zeiten von Konflikten und Krieg Hoffnung und Zuversicht verbreiten soll, dass es einen Frieden geben kann. Und auch in Deutschland riefen die Kirchen an Ostern zu Frieden, Versöhnung und Gottvertrauen auf. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, sagte, die Auferstehung Jesu, die an Ostern gefeiert werde, setze der Eskalation von Krisen und Gewalt eine Eskalation des Lebens und der Liebe entgegen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, sagte, kein Augenblick sei ohne die Möglichkeit, dass es durch Gottes Kraft anders wird. Und wir blicken in die Ukraine. Dort gehen die Kämpfe auch über Ostern weiter. Im Südosten des Landes gab es russische Luftangriffe auf die Großstadt Saporischschja. Laut Behörden schlug eine Rakete in das Haus einer Familie ein. Ein Vater und seine Tochter wurden getötet, die Mutter lebensgefährlich verletzt. Und seit Beginn des Krieges seien fast 20.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden, sagt die Regierung in Kiew. Der Kreml behauptet, sie seien zur Erholung dort. Der Internationale Strafgerichtshof geht von einer Entführung der Kinder aus und hat deshalb einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen. Einer ukrainischen Organisation ist es jetzt erneut gelungen, einige Kinder zurückzuholen, Luten Leinus berichtet. Der Bus der Wiederkehr erreicht Kiew. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind 31 verlorene Töchter und Söhne wieder daheim. Auch Bogdan fliegt seiner Mutter Irina in die Arme. Beide stammen aus dem lange russisch besetzten Cherson. 6 Monate lang habe ich meine Mutter nicht gesehen. Ich habe sie so sehr vermisst. Die Grenze zu Belarus Stunden vorher. Zu Fuß erreichen die entführten ukrainischen Boden, fühlen sich erstmals wieder in Sicherheit. Für die meisten geht ein Albtraum zu Ende. Sie sagten uns, dass wir adoptiert würden. Daschas Mutter hat sie gerettet. Über Polen, Belarus und Moskau ist sie zu ihr in das russische Heim gereist, um sie herauszuholen. Viele andere mussten zurückbleiben. Als wir in den Bus stiegen, fingen die anderen Kinder hinterm Zaun zu weinen an. Es zerriss einem das Herz.
Mit dem Versprechen eines erholsamen Sommercamps wurden viele der Kinder auf die Krim gelockt. Doch aus 3 Wochen Ferien wurde dann ein Zwangsaufenthalt im russischen Heim. Dort hat man uns jeden Tag gesagt, dass unsere Eltern uns ablehnen und nicht mehr haben wollen. Die Organisation Save Ukraine setzt sich dafür ein, verschleppte Kinder aus Russland zurückzuholen. Oft sei das Problem allerdings, sie überhaupt zu finden. Es gibt Kinder, die in nur 5 Monaten an 5 verschiedene Orte gebracht wurden. Sie gehören zu den ganz wenigen, denen die Rückkehr bislang gelang. Tausende Kinder warten noch. Geringverdiener, die den Mindestlohn bezahlt kriegen, können im kommenden Jahr auf mehr Geld hoffen. Bundesarbeitsminister Heil hat eine deutliche Erhöhung in Aussicht gestellt. Bei seiner Einführung 2015 betrug der Mindestlohn 8,50 Euro pro Stunde. Seitdem ist er mehrfach angepasst worden, auf zuletzt 12 Euro im vergangenen Oktober. Darauf hatte sich die Ampelkoalition verständigt. Rund jeder 5. Beschäftigte hat von dieser Erhöhung profitiert. Heike Slanski berichtet. Arbeit muss sich lohnen, sagt der Bundesarbeitsminister. Deshalb sollte auch der Mindestlohn angesichts hoher Inflation und Energiepreisen demnächst steigen. Mir war es wichtig, dass wir den Mindestlohn im letzten Jahr auf 12 Euro erhöht haben. Aber er wird und er muss weiter steigen. Dazu wird mir die Mindestlohnkommission im Sommer einen Vorschlag machen und ich rechne mit einer deutlichen Erhöhung. Eine konkrete Zahl nennt der Minister nicht, denn das ist Aufgabe der Mindestlohnkommission. Politische Einmischung, so Vertreter der Arbeitgeber, entsprechen scharf ihre Kritik. Der Bundesarbeitsminister sabotiert die Arbeit der Mindestlohnkommission und hat uns ein ziemlich faules Osterei in die Kommissionsarbeit gelegt. An sich war die Zusage, dass der Eingriff der Politik einmalig sei. Das war schon eine Zumutung. Jetzt kommt der Bundesarbeitsminister und legt uns schon das nächste Ei ins Nest. Sozialverbände fordern bereits 14 Euro die Stunde. Höhere Löhne führten zu höheren Preisen, warnt die Opposition im Bundestag. Ich glaube, bei aller Berechtigung, dass auch die unteren Lohngruppen angesichts der hohen Inflation zu ihrem Anteil kommen müssen, darf man nicht vergessen, dass das Auswirkungen auf das gesamte Lohngefüge haben würde und damit eben die Lohnpreisspirale weiter in Gang gesetzt würde. Diese Debatte wird jetzt erst beginnen, aber wir brauchen ganz klar eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns. Die Inflation betrifft ja alle Menschen und vor allem die, die den Mindestlohn verdienen. Und deswegen muss der Mindestlohn auch entsprechend steigen. Rückenwind des Ministers für etwa 7,5 Millionen Beschäftigte, die vom Mindestlohn leben, auch wenn die Kommission für die Lohnfindung als unabhängig gilt. Nach Japan. Lange hatte sich das Land militärisch zurückgehalten. Das ändert sich jetzt grundlegend. Denn rundum tun sich geballt Bedrohungslagen auf. Russland im Norden, im Westen Nordkorea, das mit Raketen provoziert, und vor allem China, der mächtige Nachbar. Tokio plant deshalb, seine Militärausgaben auf 2% des Bruttoinlandsproduktes anzuheben. Das wären knapp 300 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren. Eine der Militärbasen, die aufgerüstet werden soll, ist Amami Oshima, eine Insel im Pazifischen Ozean. Von dort berichtet Elisabeth Schmidt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Japans Soldaten trainieren einen Angriff Chinas mit modernster Flugabwehrraketentechnik. Wenn Kriegsschiffe vom Meer aus angreifen, brauchen wir Raketen, um sie auszuschalten. Auch Attacken aus der Luft können wir auf diese Weise abwehren. Unsere Übung spielt das Szenario durch, dass genau das passieren könnte. Die knapp 600 Streitkräfte auf Amami trainieren auch regelmäßig mit Truppen aus den USA. Das soll vor allem China und seine Kriegsflotte abschrecken, zahlenmäßig die größte der Welt. Zurzeit probt die Volksrepublik einen Angriff auf Taiwan. Im Staatsfernsehen heute eine detaillierte Animation dazu. Hirofumi Yomura macht das große Sorgen. Der Reisfarmer befürchtet, Japans Aufrüstung könnte China weiter provozieren. Es muss nur ein kleiner Zusammenstoß passieren auf See. Vielleicht auch nur aus Versehen. Das macht mir am meisten Angst, dass ein winzig kleiner Zwischenfall einen Krieg auslösen könnte. Den Pazifismus hatte sich Japan eigentlich in die Verfassung geschrieben. Doch jetzt trainieren die Selbstverteidigungsstreitkräfte auch Gegenschläge.
China, Nordkorea, Russland. Japan sieht sich von undemokratischen Staaten umzingelt und vollzieht die radikalste Kurswende seit dem Zweiten Weltkrieg. Japans Hawaii werden die Inseln rund um Amami genannt. In diesem Paradies leben sie mit der Kriegsgefahr jeden Tag. Und wir kommen noch mal nach Deutschland. Da hat diese Woche der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets begonnen. Und die Nachfrage ist offenbar groß. Allein bei der Bahn wurden in den ersten 3 Tagen 250.000 Tickets verkauft. Der Konzern rechnet insgesamt mit rund 17 Millionen Nutzern und Nutzerinnen. Darunter etwa 6 Millionen Neuabonnenten und Abonnentinnen. Das deutschlandweite Ticket gilt ab Mai im Nah- und Regionalverkehr. Ein Osterspaziergang bei blauem Himmel. Für viele Menschen in Hamburg wurde daraus nichts. Stattdessen schrillten die Warn-Apps und draußen wurde es düster. Eine gewaltige Rauchwolke trieb Richtung Innenstadt, ausgelöst von einem Großbrand, der mehrere Lagerhallen zerstörte. Steffen Wachs berichtet. Meterhohe Flammen, schwarzer Qualm und immer wieder Detonationen. Kurz nach 4 heute Morgen in einem Gewerbegebiet brennen Lagerhallen, unter anderem mit Kühlschränken und Waschmaschinen, vermutlich auch Chemikalien. Es waren helle Wolken, dunkle Wolken, graue Wolken, dann solche Feuerbälle nach oben. Bahngleise werden gesperrt, der S-Bahn-Verkehr eingestellt und Züge zwischen Berlin und Hamburg umgeleitet. Aus dem Qualm lösen sich Ascheklumpen. Die Feuerwehr warnt vor einer Rauchwolke, die stadteinwärts zieht und möglicherweise noch andere gesundheitsschädliche Stoffe enthält. Über Warn-Apps werden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Der Brandgeruch spürbar in der ganzen Innenstadt. Gegen Mittag eine erste Entwarnung. Wir haben nach ausführlichen Messungen die Gefahrenmeldung von der höchsten, extremsten Gefahrenstufe runtergesetzt auf eine Gefahreninformation, sodass wir nach wie vor dem Brandrauch warnen. Aber zusätzliche Giftstoffe werden nicht gemessen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Die Löscharbeiten laufen noch, erst danach kann auch die Ursache des Großbrandes ermittelt werden. Und den Sport beginnen wir mit einem Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Ne? Genau, 2 Top-Teams gegeneinander. Da ging es ja auch noch darum, wer die Füchse Berlin als Tabellenführer ablösen würde. Der THW Kiel und der SC Magdeburg haben sich dann in einem Handball-Krimi mit einem 34:34 Unentschieden getrennt. Starke erste Hälfte der Magdeburger. Beim 6:4 eine Flugshow mit doppeltem Camper-Trick. Christiansson bedient Mertens und der setzt Kai Smietz in Szene. Mit 10 Treffern bester Werfer des Spiels. Magdeburg zeitweise mit 4 Toren vorn. Kiel verkürzt zum 18:21 Pausenstand. Der THW dann stärker, gleich durch Patrick Wienzek aus zum 21:21. Bis zur Schlussphase ein Spiel auf Augenhöhe. Magdeburgs Coach Wiegert glaubt in einer letzten Auszeit weiter an den doppelten Punktgewinn. Wir sind hier nicht für Unentschieden hergekommen, sondern zum Sieg. Ein Pass zu viel beim letzten Ballbesitz, das Tor zählt nicht. Endstand 34:34. Kiel wieder Tabellenführer vor Berlin und Magdeburg. Und die deutschen Handballerinnen haben in Hamm das erste Playoff-Qualifikationsspiel zur Handball-WM gegen Griechenland mit 39:13 gewonnen. Beste Werferin im DHB-Team war Julia Meithoff von der SG Bietigheim mit 7 Treffern. Das Rückspiel um das Ticket für das Turnier Ende des Jahres in Dänemark, Norwegen und Schweden findet kommenden Mittwoch statt. Das Ergebnis vom ersten Sonntagsspiel in der Fußball-Bundesliga: Mönchengladbach hat das Heimspiel gegen Wolfsburg mit 2:0 gewonnen. Und in der deutschen Eishockey-Liga hat Ingolstadt die Adler Mannheim mit 4:1 geschlagen und ist in der Halbfinalserie damit mit 3:2 in Führung gegangen. Vorjahresfinalist München benötigt ebenfalls nur noch einen Sieg, um wieder die Endspielserie zu erreichen. Denn der EHC schlug Wolfsburg mit 3:2. Den entscheidenden Treffer erzielte Patrick Hager in der 4. Minute der Verlängerung. Die Cracks. Das war's. Danke, Rudi. Und so wird das Wetter. Das bringt im Osten am Vormittag noch etwas Hochnebel. Sonst zunächst viel Sonne, später ziehen von Westen her Wolken auf und gegen Abend fällt Regen. Bei 14 bis 19 Grad weht ein lebhafter Südwind. Um 21:45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Dunja Hayali. Schönen Sonntagabend noch.